Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Ultrasonne- und Ultramond-Video. Ja, ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, aber die heutigen News, holy shit, die sind auf jeden Fall nennenswert, denn ich werde euch heute keine direkten Trailer-Ausschnitte zeigen, weil ich finde, da kann man nicht viel mitnehmen. Deswegen, ich gehe nämlich immer jeden Trailer Frame für Frame durch und habe euch heute die besten Frames rausgesucht, die eben neue Sachen zeigen, neue Sachen revealen und wo ich besser drauf eingehen kann. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Mit Nummer 1, wovon vielleicht einige enttäuscht sein können, inklusive mir. Wir sehen viele Pokémon. Also wir sehen jetzt hier gerade im Hintergrund das Herrscher Grandiras. Wir haben viele Pokémon gesehen, die es in Sonne und Mond schon genauso gab. Also auch viele Trainer und so weiter, die werden wahrscheinlich die gleiche Aufgabe erfüllen. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte mir gewünscht, wenn da ein bisschen Abwechslung reingekommen wäre. Wenn vielleicht, ich meine, jeder Trainer kommt aus einer anderen Dimension. Das heißt, er könnte echt irgendjemand anders sein. Und so langsam glaube ich einfach, dass Ultrasonne und Ultramond nicht wirklich eine Nachfolgeedition ist, sondern einfach nur das ist, was Sonne und Mond hätte sein sollen. Also sie haben viele Sachen verbessert und so weiter. Es ist quasi ein besseres Sonne und Mond, würde ich gerade spontan sagen, so von dem, was ich heute alles noch dazu gesehen habe. Schreibt dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Also meiner Meinung nach ist es ein besseres Sonne und Mond und keine wirkliche Extra-Edition. Okay, also wir sehen hier im Hintergrund Herrscher Grandiras. Dann als nächstes sehen wir Herrscher Mantidea. Wie gesagt, 1:1 der gleiche Spot und Ausschnitt wie schon in Pokémon Sonne und Mond. Dann sehen wir hier den Kampf gegen Gladio, der relativ früh wahrscheinlich kommt, weil wir sehen, Gladio hat Typ 0, so wie damals beim allerersten Kampf gegen Gladio. Das heißt, auch der wird wahrscheinlich wieder die gleiche Rolle einnehmen. Dann sehen wir hier Elmia, Elbo in dieser Höhle, wo die erste Prüfung stattfindet, auch wieder genau dasselbe. Dann sehen wir Kiave mit den tanzenden Alola Knogga, auch genau an derselben Stelle. Also wie gesagt, viele, man hat sich ja schon gefragt, Leute, wo ist denn Kiave denn auf diesem Berg und so weiter. Aber viele Leute werden wahrscheinlich einfach wieder die gleiche Aufgabe erfüllen. Dann sehen wir Akromas. Akromas finde ich cool, dass wir den sehen. Das finde ich in Ordnung. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass Akromas dafür verantwortlich ist, dass Necrozma und Lunala und Necrozma und Solgaleo sich fusioniert haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Outfit von Akromas, das könnte so ein bisschen an die Ultra-Bestien-Forscher erinnern. Das ist vielleicht weit hergeholt, aber vielleicht gehört er ja tatsächlich wirklich zu denen. I don't know. Wer weiß, das werden wir alles noch erfahren. Dann sehen wir hier Chris, wie er einen den Z-Move erklärt, nachdem er gegen Voltrian, Donarion, ihr wisst, was ich meine, gewonnen hat, gegen das gleiche Herrscher-Pokémon. Dann sehen wir, ich habe ihren Namen vergessen, die war so irrelevant, weil die nicht mal eine eigene Prüfung bekommen hat. Da wiederum glaube ich, dass sie in dem Spiel ihre eigene Prüfung bekommen wird. Wie gesagt, ich denke, Ultrasonne und Ultramond wird ein besseres Sonne und Mond. Ganz einfach. Deswegen auch Ultrasonne, weil es ist Ultra, okay. Dann sehen wir hier Professor Eich, mehr oder weniger, den Alola-Professor Eich. Auch der wird wahrscheinlich wieder dieselbe Rolle einnehmen. Und das finde ich ganz interessant. Wir sehen hier nämlich Inselkönig Hala, Inselkönig Myla und Inselkönigin, ich habe ihren Namen vergessen, irgendwas mit H, glaube ich. Das sind aber die einzigen drei, die wir gesehen haben. Wir haben Yasuo nicht gesehen. Deswegen, vielleicht bekommt man einen neuen Inselkönig. Vielleicht ja sogar die Golfspielerin oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder diesen Drachentypen mit den roten Haaren, I don't know. Aber das sind die einzigen drei Inselkönige, die man gesehen hat. Die werden wahrscheinlich weiterhin auch noch Inselkönig bleiben. Das sieht man ja allein schon am Background. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht einen neuen vierten Inselkönig bekommen oder ob es, wie gesagt, halt einfach gleich bleibt. Bin ich gespannt. Dann sehen wir hier, ich habe echt viele Namen nicht mal mehr im Kopf, weil die müsste man eigentlich kennen. Aber diese Person gab es auch schon Sonne, Mond und auch die sieht man hier wieder. Dann sieht man hier Marlon vor diesem Elektrokraftwerk, hat man auch schon an der gleichen Stelle gesehen, also auch das ist nichts mehr, ja, so Besonderes. Dann sieht man dieses Mädchen hier, die irgendwas mit T heißt, auch wieder an der gleichen Stelle, die einem den Wasser-Z-Move erklärt. Wie gesagt, viele Leute haben die gleiche Rolle wie in Sonne und Mond schon. Und dann sieht man hier, das finde ich ein bisschen schade, man sieht Professor Kukui auf dem Pokémon Liga, auf der Pokémon Liga Plattform. Ich hoffe nicht, dass er wieder der Champion ist. Das wünsche ich mir wirklich. Also, wenn sie das wieder so machen wie in Sonne und Mond, dann wäre ich echt ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass er einfach nur dort hochkommt und einem zu sagen so, yo, GZ, dass du es geschafft hast und hier kommt jetzt der Champion. Das wäre schade, wenn die das damit schon gespoilert hätten.
Aber kann man auch nur spekulieren. Vielleicht ist es ja trotzdem nicht so. Dann sehen wir hier Lilly in der Alpha Foundation mit ihren alten Klamotten. Bisher hat man, glaube ich, Lilly fast noch gar nicht mehr oder gar nicht mit ihren alten Klamotten gesehen. Weil man bisher immer nur Endgame mit Lilly gesehen hat, wo sie schon diese neuen Klamotten hatte. Und ich habe gedacht, vielleicht trägt sie nur noch diese neuen Klamotten, weil die sind ziemlich sweet. Wie sie irgendwas in ihrer Tasche versteckt. Und hier sehen wir auch nochmal die gleiche Stelle mit Cosmog ganz am Anfang. Auch das. Ich will euch halt bloß zeigen, so yo, schaut her, es gibt viele Sachen, die halt genauso sind wie im alten Game. Auch hier sehen wir Lilly, wie sie vor der Alpha Foundation mit Cosmog wegrennt. Also die Alpha Foundation wird auch nicht plötzlich lieb sein oder so wahrscheinlich, die werden immer noch genauso sein wie vorher. Finde ich alles ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ich würde gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Dann sehen wir hier Gladio, wie er zu Guzma rennt. Auch das kennen wir bereits aus Pokémon Sonne und Mond vor dem Haus von Samantha. Und das ist das letzte Bild. Wir sehen auch wieder, dass es Pou von Team Skull gibt. Also auch das wieder genau dasselbe. Aber wir sehen auf diesem Bild noch was ganz Besonderes. Und zwar sehen wir einen Herrscher-Sticker. Und zwar such Alola nach Herrscher-Stickern ab. Das Lustige ist, den Screenshot von eben, der ist nicht mal dabei gewesen. Das war aus einem anderen Trailer. Und da war einfach ein Herrscher-Sticker. Das heißt, das hat eigentlich gar nicht dazu gehört, die Herrscher-Sticker. Introduction hat man ja nur in dem deutschen und im englischen Trailer und in keinem japanischen Trailer gesehen. Finde ich ganz lustig. Und ja, da hat man halt einen Herrscher-Sticker gesehen. Und ja, hier sieht man jetzt hier einzelne Spots noch, wo es Herrscher-Sticker zu finden gibt. Also auch wirklich nichts ultra Besonderes. Ich finde das Feature ganz, ganz nett. Finde ich ganz cool. Die Leute mögen es, Sachen zu suchen und zu sammeln. So wie die Zygarde-Würfel. Von daher finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Denn man kann mit den Stickern Herrschergröße, also Pokémon in Herrschergröße sich holen. Wahrscheinlich nur Herrscher-Pokémon, also Manguspector und so weiter. Finde ich ist ganz nett. Ja, das war es dann halt auch. Ich weiß nicht, ob man mit denen überhaupt irgendwas machen kann, Wi-Fi Battles oder sonst irgendwas, oder ob man die einfach nur so im Game hat. Wie gesagt, ist ganz nett. Aber braucht man jetzt nicht unbedingt. Dann sieht man hier noch Herrscher Mantidea gibt es nur in Pokémon Ultra Sonne. Und Herrscher Amphira gibt es nur in Pokémon Ultra Mond. Finde ich auch ganz interessant, dass die da nicht irgendwie Manguspector und Alola Radikal genommen haben. Sondern zwei Pokémon, die es auch in beiden Editionen eigentlich als Herrscher-Pokémon gibt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es noch andere Herrscher-Pokémon gibt. Das sind ja nur die einzigen drei, die man gezeigt bekommen hat. Dann gibt es natürlich wieder den Inselscanner, mit dem man coole Pokémon finden kann. Auch neue Pokémon, wie man schon gesehen hat, denn man sieht, man kann sich damit Glumanda holen, Reptane und Quajutsu. Vielleicht sogar Ash Quajutsu. Das würde ich cool finden. Es ist unwahrscheinlich, aber ich würde es trotzdem cool finden. Einfach für Leute, die halt auf Pikachu keinen Zugriff haben, für die sollte das ein ziemlich cooles Feature sein. Vielleicht kommt man auch irgendwie anders besser an. Also kann man sich irgendwie anders ein besseres Ash Greninja besorgen, als das aus der Demo. Dann gibt es die Kampfagentur, die finde ich ganz interessant, finde ich ganz cool. Ist wahrscheinlich sowas wie der neue Kampfbaum, schätze ich mal, weil das ist nämlich der Ort, an dem man seltene Items bekommen kann. Dann sieht man hier nochmal einen Screenshot, wo der Protagonist mit seiner coolen Sonnenbrille steht. Aber ich finde den Hintergrund sehr cool mit Despota, Entei und so weiter. Also holy shit, der ist ziemlich nice. Dann hier zunächst möchte ich dir die Trainer vorstellen, die an deiner Seite kämpfen werden. Wahrscheinlich kann man dort mit anderen Leuten zusammen kämpfen oder das sind einfach irgendwelche random Leute. Du kannst dort so dein Team registrieren für andere Leute, keine Ahnung, vielleicht irgendwie sowas. Dann hat man sich Voltolos ausgeliehen. Man sieht da unten drunter auch noch Cesurio und Alola Kokobai. Das sind wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie genau man sich die Pokémon dort ausleihen kann und wie genau das funktioniert, kann man alles nicht genau sagen. Dann leihe dir starke Pokémon aus und bestreite Einzelkämpfe. Okay, alles klar. Sehen wir hier, kämpft er mit Voltolos gegen Frostetie. Ist auch ganz cool. Ist, wie gesagt, ein nettes Feature. Kämpfe gegen mächtige Trainer und erhaltene seltene Items. Da sieht man hier, kämpft man dann gegen Chris und der hat einen Voltrian. Und man kämpft dann mit seinem Raikou dagegen und kann sich scheinbar dort die seltenen Items besorgen. Ist cool. Ich weiß nicht, ob es den Kampfbaum ablöst. Ich finde die Kampfagentur ganz nice, aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht so viel nutzen. Mal gucken. Wenn ich es doch ganz cool finde, werde ich es mir überlegen, aber ich bin da nicht so ein krasser Fan von. Vor allem, weil wenn die Stärke, also die Schwierigkeit nicht wirklich anspruchsvoll ist, so wie damals die Goldsymbole in Pokémons Markt, wenn es dann weiterhin nicht so krass ist, dann sehe ich da nicht so wirklich den Sinn drin. Okay, dann sehen wir hier
ein Ultraloch, ein grünes Ultraloch, was ziemlich cool aussieht, und ein Text. Wahrscheinlich wird das Ganze genauso sein wie in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, dass man halt durch diesen an einen bestimmten Ort gelangt und plötzlich steht da dann so ein Hooper-Ring. Und dann sah man, eine merkwürdige Präsenz breitet sich aus oder wie das da damals hieß. Und plötzlich ist man an einem Ort, wo es legendäre Pokémon gibt. Denn man sieht hier, man kann Mewtwo fangen. Und man kann nicht nur Mewtwo fangen, okay? Man kann jedes legendäre Pokémon, was es bisher gibt, meiner Meinung nach. Ich glaube es. Ich habe ein paar Screenshots jetzt noch dabei. Die werde ich jetzt hier gleich ein bisschen im Durchlauf zeigen. Aber es gibt, glaube ich, wirklich alle legendären Pokémon, die es bis zu diesem Zeitpunkt gibt, was ich sehr, 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 sehr cool finde. Finde ich richtig nice. Und ich hoffe auch, dass man alle, also dass keiner dieser Pokémon shiny locked ist, weil das wäre gerade für mich ziemlich cool, die ganzen Pokémon nochmal zu shiny hunten, zu soft resetten. Würde ich sehr feiern. Reise durch eine Ultra-Pforte und begegne legendären Pokémon. Und da sehen wir jetzt hier nochmal Mewtwo mit einem ziemlich coolen Hintergrund. Und hier nochmal ein Bild mit Zygarde, Giratina, Kyogre, Rayquaza, Kyurem, Mewtwo, Ho-Oh, Palkia, Reshiram und Yveltal. Und das ist nur ein Bruchteil der legendären Pokémon, die es überhaupt gibt. Dann sehen wir hier, Mewtwo setzt seine Signature-Psycho-Attacke ein. Ich glaube, Psy-Strike? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es die Signature-Attacke von Mewtwo. Höchstwahrscheinlich dann hier auch Abgrundstirade. Von, nee, wie hieß das? Abgrundsklinge, ich glaube so. Von Groudon. Dann sehen wir wahrscheinlich Zeitenlärm von Dialga. Das ist interessant, die Attacke, weil es gibt ein Event Rayquaza, welches V-Create kann. Ich weiß nicht, ob das V-Create darstellen soll oder was das sonst für eine Feuerattacke ist. I don't know. Wäre cool, wenn man Rayquaza hier mit V-Create bekommen könnte. Dann sieht man Reshiram, ich glaube, das setzt Drachenpuls ein. Ich glaube, das ist nichts Krasses. Wobei die Animationen haben sich, glaube ich, ein bisschen verändert, ne? Ich glaube, Drachenpuls sah vorher ein bisschen anders aus. Dann sieht man hier Aquaknarre? Keine Ahnung. Ich kann es nicht genau sagen. Aurasphäre Giratina finde ich sehr cool, dass man Giratina hier mit Aurasphäre bekommt. Zen Headbutt Zekrom und Geokontrolle Xerneas, Luftstoß Lugia, Unheilschwingen Yveltal wahrscheinlich. Die Signature-Attacke von Kyogre. Wahrscheinlich Läuterfeuer Ho-Oh. Und dann sieht man hier noch, wie Regigigas mit einem Flottball gefangen wird, Tobus mit einem Meisterball und Latias mit einem Hyperball. Das sind die einzigen Dinge, die an Pokémon, die introduced wurden. Es gab noch einen anderen Trailer, da wurden noch mehr gezeigt. Will ich noch dazu erwähnen, ich habe jetzt aber nicht alle dabei. Das sind so die Haupt-Pokémon, die halt gezeigt worden sind. Dann sieht man Mega Mewtwo Y und Mega Mewtwo X. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Megasteine schon in der Story bekommen. Relativ früh, spät, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Ich würde es cool finden, wenn man Mega-Pokémon auch wieder in der Story hätte und nicht nur direkt nach der Story. Aber ich kann es verstehen, wenn es nicht so ist. Aber es wäre nur so ein kleiner Wunsch von mir. Aber ja, auf jeden Fall wird es die Pokémon im Story-Verlauf geben und nicht nachträglich. Dann kommen wir zu was sehr Interessantem, und zwar hier kommt Team Rainbow Rocket. Natürlich wissen wir das schon, es wurden schon Screenshots geleakt von diesem Rainbow Rocket Team. Ist auch voll in Ordnung, aber trotzdem wurde noch sehr viel mehr gezeigt. Hier sehen wir jetzt ein paar coole Poster mit einigen bekannten Gesichtern. Und was ich hier interessant finde, ist, man sieht Adrian, man sieht Flordelis, man sieht Jesus, man sieht Mark, man sieht Cyrus. Und man sieht diesen Typen, diesen unscheinlichen Typen, ich habe seinen Namen vergessen, aus der Alpha Foundation. Und den hat man sonst gar nicht gesehen. Der sitzt dort richtig sneaky dort. Und ich glaube zumindest, dass er das ist, würde ich mal behaupten. Der sitzt da richtig sneaky und wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen dort. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen genauer. Also es ist ja auf jeden Fall, finde ich interessant. Man ist dann, ich sieht hier auch, das werde ich hier auch nochmal groß einblenden, sieht hier noch, ich weiß nicht, wie sie in Deutsch heißt, Wicke, heißt sie, glaube ich, in Englisch. Dann Guzma und Chris und ein cooles Team. Also das ist ein richtig cooles Artwork, das Ganze hier. Aber ich frage mich halt, was dieser Typ macht, dieser unscheinliche Alpha Foundation Typ, was der da bei diesen großen, ich sage mal in Anführungszeichen, Tieren zu tun hat. Deswegen, I don't know, finde ich aber interessant. Dann sieht man hier, so war die Reihenfolge, wie es introduced wurde. Es ist eine Ultra-Pforte plötzlich aufgegangen, bei Samanthas Haus
Und dann kam da auf einmal ein Team Rocket-Typ mit Giovanni angelaufen. Also es ist halt wirklich bei der Alpha Foundation der Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht der Typ von Alpha Foundation, dieser unscheinliche Typ, ich habe seinen Namen vergessen, so kommt. Hey, kann ich mich euch anschließen? So, weil der halt böse ist und die anderen halt alle nicht so böse wie er. Keine Ahnung. Dann sieht man hier, das ist ja nicht richtig cool. Festival Plaza ist halt kacke. Und das wird dann auf einmal von Team Rainbow Rocket eingenommen. Das sieht richtig, richtig nice aus. Ich bin auch gespannt, ob das später der Ort ist, wie man dort zu diesem Schloss gelangt, was man jetzt hier in dem Bild sieht. Giovanni schlägt zurück. Ich weiß nicht, ob man dort dann reingehen muss und dann ist man dann plötzlich da oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur irgendein anderes Extra. Vielleicht übernehmen die halt einfach Festival Plaza und sagen, wir, Team Rainbow Rocket, unsere Mission ist es, den Festival Plaza auszulöschen. Nice. Bestes Spiel der Welt. Dann sehen wir hier noch ein paar Ingame-Screenshots. Finde ich ein bisschen leblos tatsächlich. Finde ich ein bisschen schade. Also klar, es ist cool, dieses typische Warp-Zones, diese Teleportationsfelder. Und dann sind da halt Weeple. Hier sieht man dann nochmal so Mauzis. Keine Ahnung, was die genau haben, aber ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen leer aus. Ich hoffe, das ist noch ein bisschen abwechslungsreicher. Dann, ich denke mal, die Mauzis sind halt so Alarmanlagendinger, wovor man flüchten soll. Und hier sieht man dann plötzlich auf einmal stehen da 500 Team Rocket Weeple. Vielleicht kommen wieder Fünferkämpfe zurück. Das könnte sein. Dass man dann zweimal Fünferkämpfe hat, ihr versteht, wie ich meine, ne? Also Mehrfachkämpfe, das könnte sein, das würde ich ganz interessant finden. Ich glaube, die gab es in Sonne und Mond ja gar nicht. Mal schauen. Dann sieht man hier die zwei Rüpel, wie sie im Samanthas Haus ist das gerade. Vielleicht wird das auch dieses Team Rocket Haus, I don't know. Auf jeden Fall ist das Samanthas Haus, wo die drin sind. Was sie da eingenommen haben, finde ich sehr cool. Kann man auch mal in ihr Haus rumlaufen. Und hier nochmal ein schönes HD-Bild, nicht so wie vorher. Ich finde es auch interessant, dass sie eine einen Superball in der Hand hat. Man hat auch vorher gesehen, dass sie einen Superball hinten bei sich am Gürtel hängen hat. Finde ich ganz cool. Dann bekämpfe die Bösewichte der letzten 20 Jahre. Und das finde ich so fucking gut. Ich frage mich, warum, wie Giovanni es geschafft hat, die plötzlich alle in ihr Team zu holen, weil die ja eigentlich alle mehr oder weniger gar nicht so böse sind, sondern einfach nur dumme Ziele hatten. Wie zum Beispiel, Artgen, der hat ja bloß das Ziel, irgendwie alles zu überschwemmen oder so, keine Ahnung, oder die ewige Flut und Mark hat ja das Ziel, die ewige Dürre oder so, aber nie waren die halt wirklich so hundertprozentig böse. So böse wie Giovanni. Und wieso schließen sie sich denen auf einmal an, dem Typen, der halt eigentlich nur die Weltherrschaft will? Der so dieses Standard böse Ding, keine Ahnung. Also wir sehen hier auf jeden Fall Adrian, sieht richtig cool aus. Auch wenn er sich meiner Meinung nach ein bisschen gehen lassen hat. Hier sehen wir nochmal ein Bild von ihm in-game dann, wenn er dann so vor ihm steht. Dann sehen wir Mark, der hat sich auch ein bisschen gehen lassen. Die haben sich alle ein bisschen gehen lassen, aber das ist halt voll okay. Die sind schon alt. Der ist halt auch ein bisschen älter geworden, der Gute. Und hier sieht man auch nochmal einen In-Game-Screen. Die sehen halt echt fucking alt aus, also holy shit. Dann sehen wir hier Cyrus. Der sieht irgendwie, ja, auch ein bisschen älter aus. Finde ich aber auch super cool. Ich liebe Cyrus, Team Galactic sowieso. Mua. Wunderbar. Hier sieht man auch nochmal ein Ingame-Bild von ihm, aber auch der hatte ja so ein ganz anderes Ziel als Giovanni, deswegen keine Ahnung, wieso die es geschafft haben, oder wie Giovanni es geschafft hat, die auf seine Seite zu ziehen. Das finde ich super interessant und ich denke mal, das wird auch in der Story richtig interessant. Dann sehen wir Jesus, der sieht auf einmal irgendwie jünger aus als vorher. I don't know, ich weiß es nicht, wie der, vielleicht hat der Verjüngerungstrank oder so getrunken. Und da sieht man auch hier nochmal ein Ingame. Es ist so cool, diese ganzen alten Logos, jetzt hier dieses Team Plasma-Logo, in Pokémon Sonne und Mond zu sehen. Ich feiere das extrem. Dann sieht man natürlich auch noch Flordelis. Flordelis hatte ja sowieso das dümmste Ziel von allen und der ist halt auch auf einmal bei der Weltherrschaft dabei. So, das ist eigentlich so das komplette Gegenteil von dem, was er wollte. Deswegen, ja, sieht man auch hier noch immer aus. Der hat sich natürlich nicht viel verändert, es ist nicht viel passiert in den letzten Jahren. Der ist ja noch fast genauso alt. So. Dann sehen wir hier, dass Guzma sich wahrscheinlich dann einem anschließt. Der ist auch wahrscheinlich dann auf der Seite vom Protagonisten. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool, dass Guzma dann nicht irgendwie böse ist oder so. Also, ich weiß es nicht. Man kann es nicht genau sagen, man kann nur spekulieren. Dann sieht man hier nochmal alle sechs nebeneinander gereiht mit Giovanni. Der natürlich auch nicht fehlen darf.
zu dem kommen wir auch jetzt. Hier sehen wir eine Nahaufnahme von seinem Gesicht und hier auch nochmal, wie es ganz im Kampf aussieht. Er hat 5 Pokémon, Team Rainbow Rocket Giovanni fordert dich heraus, sehr, sehr cool. Und er hat ein fucking Mewtwo, okay? Der hat ein Mewtwo! Holy shit, das ist richtig krass. Was ich jetzt aber interessant finde, ist, wie kann er ein Mewtwo haben, wenn man vorher schon die legendären Pokémon finden kann? Gibt es 2 Mewtwos? Kann es sein, dass die Mewtwos aus, oder das Mewtwo aus diesen Ultraforten halt ein anderes Mewtwo ist als das originale Mewtwo? Weil mehr oder weniger gibt es ja eigentlich nur ein legendäres Pokémon. Okay, also es soll ja eigentlich von jedem nur eins geben. Aber kann es sein, dass die Pokémon, die in Ultraforten sind, nochmal extra legendäre, halt aus einer anderen Dimension sind? I don't know, ich weiß es nicht, weil hier hat er Mewtwo und man sieht gleich, ich zeige euch gleich noch Screenshots, dass man schon vorher legendäre Pokémon fangen kann. Oder vielleicht kann man Mewtwo auch erst fangen, nachdem man gegen Giovanni gekämpft hat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er Mewtwo, was ich feiere ich hart. Feiere ich richtig, richtig hart. Ist halt das letzte Mal, glaube ich, dass ein Antagonist ein legendäres Pokémon hatte, war halt, glaube ich, N. Und ansonsten gab es das, glaube ich, auch nie wirklich. Vielleicht täusche ich mich auch gerade, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Und Giovanni hier mit Mewtwo zu sehen, Zucker, richtig nice. Dann sehen wir hier nochmal eine coole Laufanimation von ihm, wo er halt auf einen zukommt. Ist halt der Boss von Rainbow Rocket, ne? Halt super cool. Und hier sieht man, dass Giovanni irgendwas Leuchtendes in der Hand hält. Und einen Screenshot weiter sehen wir auch, dass Jesus irgendwas Leuchtendes in der Hand hält. Also es ist, scheint ja was Besonderes zu sein, was sie da haben, was... Keine Ahnung, aber man weiß noch nichts darüber. Deswegen, ich bin gespannt, ob das halt wirklich irgendwas Relevantes ist, weil man hat halt wirklich, gerade bei Giovanni, richtig lange darauf gezoomt. Deswegen, ich bin gespannt. Meinung oder so, oder eventuell Spekulation, gerne in die Kommentare. Dann sehen wir hier natürlich Ho-Oh und Lugia, wie sie im Rocket House von den Protagonisten benutzt werden. Das heißt, wie gesagt, man kann die legendären Pokémon auf jeden Fall vorher fangen. Das heißt, da muss man gar nicht diskutieren. Das kann man auf jeden Fall. Man sieht auch später noch andere Screenshots, wo Rayquaza und so weiter in dem Haus sind. Also von einem Protagonisten. Die habe ich jetzt auch nicht dabei. Es sind jetzt nur 2. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere legendäre Pokémon, die man eigentlich dort schon spielen kann. Dann habe ich hier ein Bild von Flordelis Pyroleo aus dem folgenden Grund. Dadurch, dass ich das Level ganz interessant finde. Pyroleo ist hier Level 65. Die Frage ist, geht die Story so lange oder ist es schon das Postgame? Das ist die Frage. Also ich liebe ja Stories, in denen man so hoch levelt, wo dann die eventuellen Champion-Pokémon Level 70, 80 sein könnten, würde ich sehr, sehr feiern. Oder ist es halt wirklich After-Story? Das ist die Frage. Denn wir sehen hier nämlich Pyroleo auf Level 65 und hier sehen wir auch noch das Fuego vom Protagonisten auf Level 71. Ich weiß es nicht. Ich würde es cool finden, wenn das Ganze noch vor der Liga stattfindet und dass man halt wirklich so hoch levelt. Ich mag das extrem, dass man mit so hohem Level spielt und halt wirklich nach der Story Pokémon Level 80 oder so hat oder 90 von mir aus sogar. Das wäre auch richtig cool. Deswegen ja, finde ich sehr, sehr nice. Dann sehen wir hier, das war auch noch während des Team Rockets, während der Introduction und so, sehen wir Mega Mewtwo Y. Hat Giovanni Mega Mewtwo Y? Das wäre halt insane. Das wäre richtig krass, das wäre richtig cool. Das wollte ich deswegen einfach nur hier gezeigt haben. Dann hier noch die letzten Screenshots. Und zwar sehen wir hier Samantha mit dem Ultra-Forscher-Team. Und jetzt die Links, die ist richtig sweet. Wollte ich immer gesagt haben. Und ziemlich fick. Deswegen finde ich ganz interessant, dass sie da auf einmal bei Samantha sind. Weil die haben, glaube ich, irgendwie nicht so das gleiche Ziel. Na, irgendwie schon ein Ultra-Bestchen, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie zusammenarbeiten oder so. Auf jeden Fall sieht man die hier beide. Dann hier nochmal ein süßer Screenshot, die habe ich einfach nur genommen, weil ich glaube, die hat man vorher noch gar nicht gesehen hier, wenn alles wieder heil ist und zu guter Letzt hier noch, wenn der Crossmo auftaucht. So, das waren alle Screenshots. Das Video geht auch eigentlich schon viel zu lange, aber ich wollte halt alles Neue so ein bisschen erklären. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinungen, eure Spekulationen, eure zu allem, was ich gesagt habe. Gerne auch Verbesserungsvorschläge, falls ich irgendwas übersehen habe oder irgendwas falsch gesagt habe oder so, gerne in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und das war's tatsächlich schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Macht's gut und ciao.